Wir haben uns hauptsächlich mit Bots auseinandergesetzt und da ging es um die Frage, was können Bots heute schon, wie werden sie eingesetzt und braucht es eine Regulierung, müssen wir sie kennzeichnen beispielsweise. Es gibt auch die Forderung, sie zu verbieten. Das waren die Punkte, über die wir diskutiert haben. Gerade was uns als Medienpolitiker natürlich interessiert, ist die Frage, wie kann der Meinungsbildungsprozess durch den Einsatz von solchen automatisierten Programmen, von Bots, von Maschinen beeinflusst werden. Und es gibt noch relativ wenig Erkenntnisse dafür, wie stark tatsächlich der Einfluss gewesen ist, beispielsweise im US-Wahlkampf oder bei der Brexit-Entscheidung. Deshalb brauchen wir da auch mehr Forschung. Aber es gibt eben gute Bots-Programme, die einem auch das Leben erleichtern. Und es gibt eben welche, die gezielt eingesetzt werden, um falsche Behauptungen zu verbreiten, um auch zu verleumden, Hassbotschaften auszusenden. Und wir haben in unserer Gesetzgebung genug Straftatbestände. Ich glaube, daran liegt es nicht. Dagegen vorzugehen ist halt schwieriger, die tatsächlich durchzusetzen. Das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die wir uns als Politik auch vornehmen müssen. Naja, Bots kann man einsetzen, um zum Beispiel gezielter Informationen auch zu bekommen oder gezielter Botschaften auch zu senden. Wenn ich Interesse habe an einem bestimmten Thema, dann kann ich mir mithilfe eines Bots beispielsweise alles, was im Netz veröffentlicht wird, dazu auch immer automatisiert zukommen lassen. Es gibt auch spielerische Bots, zum Beispiel gibt es einen Bot, der das Werk Shakespeares täglich zitiert, um so über Jahre hinweg den ganzen Shakespeare einmal über Twitter zu verbreiten. Das sind ganz nette Sachen. Also es gibt da schon sehr positive Effekte, die man nutzen kann und die Bots einem, womit Bots einem das Leben erleichtern können. Also nach dem US-Wahlkampf und auch der Brexit-Entscheidung war die Aufregung auch gerade auf politischer Ebene sehr groß. Welchen Einfluss haben die eigentlich und muss man sie möglicherweise verbieten? Ich selber oder auch meine Fraktion hält nichts davon, sie zu verbieten. Ich glaube, das kann man auch gar nicht. Wichtiger ist es, ein Mensch hat das Recht zu erfahren, kommuniziert er jetzt mit einem anderen Menschen oder kommuniziert er mit einer Maschine? Und deshalb ist es wichtig, glaube ich, zu sagen, wir wollen eine Kennzeichnungspflicht, wir wollen Transparenz herstellen. Insofern ist eine Kennzeichnungspflicht und Transparenz sicher der sinnvollere Weg, weil mit einem Bot-Verbot würde man ja auch die positiven Bots damit verbieten. Man muss da natürlich auch aufpassen, wer dann tatsächlich haftet für welche Äußerung oder für welche Verbreitung. Aber es gibt ja über das Telemediengesetz schon eine klare Regelung, dass die Internetprovider haften für den Fall, wenn sie Kenntnis haben, aber das nicht aus dem Netz nehmen. Ja, also die Host-Provider sind das ja und die Netzwerke müssen das auch einhalten und da, glaube ich, muss man auch darauf achten, dass sie das durchsetzen. Ich wünsche mir einen fairen Umgang, ich wünsche mir, dass deutlich wird, wenn jemand im politischen Diskurs einen Bot auch einsetzt. Ich wünsche mir, dass wir uns alle gegenseitig mehr in die Lage versetzen, so etwas auch zu erkennen. Die Medienkompetenz muss natürlich ausgebaut werden. Medienkompetenz ist heute oder Digitalkompetenz ist eine der wichtigsten Aufgaben auch in der Politik und das betrifft gar nicht so sehr nur Kinder und Jugendliche, sondern die ganze Bevölkerung, weil gerade auch in der älteren Generation der Smartphone-Markt ja boomt und viele sich jetzt auch ein Handy zulegen, das internetfähig ist und dort eben auch die Kompetenzen nicht so da sind. Ich muss nicht wissen, wie ein Algorithmus programmiert wird oder wie er funktioniert, aber dass es Algorithmen gibt und wie die Nachrichten verbreitet werden über Algorithmen, ich glaube, das ist wichtig zu erkennen. Und dann wünsche ich mir eine wache Öffentlichkeit, eine Zivilgesellschaft, die, wenn es Hate und Hasskommentare gibt, dann auch dagegen geht und eine gesellschaftliche Solidarität zeigt.